Ich erkläre kurz die wichtigsten Intonierwerkzeuge. Also da ist erstmal der Spachtel aus Ahorn. Der hat fast keine Jahrringe. Das ist die richtige Balance zwischen Weichheit von dem Holz, dass die Kanten der Kernspalte nicht verletzt werden und einer gewissen Härte, um die Spalte weiterzumachen. Und da habe ich einmal den Spachtel, der so ganz dünn geschliffen ist, einen schönen Konus hat. Und dann hier zum Abreiben des Kernes habe ich dann so einen Vierkant geschliffen, dass man die Kernspalte so ein bisschen sauber machen kann. Das nächste ist der Labiumheber. Wichtig ist, dass der diese ballige Form hat, dass er also konvex ist in diese Richtung, damit man auch nicht Ecken und Kanten in das Oberlabium reindrückt, wenn man das anhebt, sondern dass man mit dieser Fläche arbeitet und da drüber streichen kann und so das rauswölbt. Das nächste wäre der Kernstecher. Der ist bei mir immer beidseitig angeschliffen wie ein Schwert. Und die Kernsteche, die sehr einen schlanken Winkel haben, dieser Winkel darf nicht zu stumpfwinklig sein, dann hat man mehr Spielraum bei der Gestaltung. Ich nutze auch einen Kernstecher, der einen stumpfen Winkel hat, den hier. Für bestimmte romantische Register nehme ich den, aber für eine barocke Intonation nutze ich diesen schlanken. Dann habe ich hier einen Metallspachtel, das ist aus einem Zahnarztspachtel. Auch hier ist diese Spitze konvex geformt. Damit gehe ich immer hinter das Unterlabium, die Unterlabiumkante, und gucke, ob dort Grat oder Dreck ist, und kann dann diesen Dreck und den Grat nach außen reiben. Und dann habe ich ein anderes Werkzeug, mit dem ich diesen Grat abscheren kann. Das ist ein Vierkant, der ist hier ballig. Da gleitet er auf dem Kern lang, und so kann ich dann am Unterlabium den Grat abscheren, wenn sich dort einer bildet. Das nächste wäre der Labiumdrücker. Also wenn ich eine Pfeife habe und muss das Labium zudrücken, dann kann ich damit bis in die Ecke und kann so das Labium enger machen. Und eine kleine Bewegung zurück, wieder mit dem Spachtel. Ein Messer, da gibt es verschiedene. Ich mag dieses Stanley sehr gerne. Da kann man die Klingen schnell auswechseln. Die kosten nicht mehr sehr viel. Hat man immer ein scharfes Werkzeug. Die Filzmatte, das wäre dies hier. Das ist mein, das nehme ich immer, da ist ein bisschen Öl dran. Hier drüben habe ich mache ich Öl in diesen Filz rein. Und damit kann ich dann hier drauf den Filz so ein bisschen anfeuchten. Und so kriege ich einen ganz leichten Ölfilm auf die Schneide von dem Messer, dann gleitet es besser. Dann habe ich den Dreikantschaber, da werde ich später nochmal die Pfeife mit ausschaben. Der ist so ballig auch geschliffen. Nutze ich aber auch sehr viel, um in die Ecke bei einer Kernspalte zu kommen, wenn ein Bart an der Seite ist, um die Kernspalte ganz außen etwas zu schließen. Dann habe ich hier den Kernschläger. Damit kann ich den Kern runterschlagen. Das Stahlgewicht hat sehr viel Masse. Das hier habe ich mal hart gelötet. Wenn man das weich löten würde mit Lötzinn, dann würde es immer runtersacken. Das hält nicht. Und hier, das hat beim Hartlöten nicht gehalten, habe ich es verschraubt, habe ich ein Gewinde draufgeschnitten und vernietet. Und auch wichtig ist, dass der Fuß angefasst ist, damit ich bis in die Ecke hineinkomme und etwas kippen kann, um dann den Kern ganz außen runterzuschlagen. So haben wir noch die Stoßdrähte. Vielleicht kann man es bei dem am besten zeigen. Meine Stoßdrähte sind alle so, dass sie hier oben angefasst sind. Das ist der Bereich, wo ich unter den Kern schlage. Und die Phase muss sein, weil die Spalte ja noch kommt, damit ich nicht den Kernstich zuschlage. Also ich brauche ein bisschen Abstand bis zum Kernstich. Und deswegen muss hier oben eine Phase sein. Wohingegen, wenn ich jetzt oben auf den Kern schlage, dann muss ich möglichst weit außen an der Wandung runterkommen und darf nicht in die Mitte des Kernes geraten. Deswegen ist diese Kante ganz scharfkantig. Das gibt es in der großen Form. Das haben wir auch hier in der Größe auch angefasst und hier auch immer scharfkantig. Und das braucht man in allen Varianten, in allen Größen. Die ganzen Werkzeuge sind selbst gemacht. Der Zahnarztspachtel ist ein Zahnarztspachtel, aber der ist ganz stark ausgedünnt und poliert und geformt, dass der diese Form bekommen hat. Das ist aus einem Stückchen Automatenstahl gemacht. Das ist eben so ein Ebenholzgriff, wo ich so ein Messing
geklebt habe mit zwei Komponentenkleber. Das war meine Dreikantfeile, die so rund geschliffen ist. Das kann man sowieso nur selber machen. Das kann man gar nicht kaufen. Das Messer ist gekauft. Das ist okay. Was habe ich denn sonst noch hier? Die Zahnbürste, das ist eine normale Zahnbürste, um sauber zu machen. Da nimmt man irgendeine. Ich habe hier noch zum Abziehen, da nehme ich immer ein normales Schafsleder, tränke das mit Unipol und Öl. Unipol hat Kreide drin und das Öl sorgt dafür, dass die Kreide nicht austrocknet. Da kann ich nochmal die letzte Glätte oder die letzte Schärfe durch leichtes drüber streichen, bei so einem Stecheisen oder beim Messer mit erzeugen. Dann habe ich natürlich die schlanke Glocke, gibt es von Weiblen, die ist sehr wichtig. Die Schlanke braucht man für Füße und für größere Pfeifen, die auf Ton sind, damit die nicht zu stark belastet werden beim Stimmen. Dann hier habe ich mein Messer, mit dem ich die Pfeifen oben abschneide. Vielleicht müsste ich mal eine nehmen. Hier. Das geschieht folgendermaßen so. Das ist einfach ein Hobelmesser, was übrig war, was verbraucht war aus unserer Hobelmaschine, ein Vidia-Blatt. Und da habe ich ein Leder drum gewickelt. Hier habe ich noch, damit es nicht ausfranst, Bindfaden mit Leim drum gemacht. Und damit kann man wunderbar und schnell die Pfeifen 10. Millimeter genau abschneiden. Was habe ich noch? Blechschere. Was immer mein Augapfel ist, diese Schere, die kriege ich nicht mehr. Die ist auf beiden Seiten glatt und hat eine Vorspannung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Blech dazwischen habe, dann ist sie immer noch gerade, weil sie ein bisschen Vorspannung hat. Sehr wichtig. Fußdorn, nee, das ist so ein stumpfer, aber Fußdorn ist, glaube ich, klar. Dann habe ich natürlich verschiedene Feilen. Wenn ich Kerne restaurieren muss und glätten muss, dann muss ich ja unter den Kern kommen oder vielleicht auch manchmal ein Unterlabium wieder. Dafür habe ich mir Nagelfeilen ganz dünn geschliffen, dass ich da in die Spalten reinkomme, unten drunter komme und Grate und Kernstiche damit verreiben kann und glätten kann. Das hier ist meine Zauberfeile, die jeder Orgelbauer hat, wenn man also mit aufgerauten Kernen arbeitet, wie bei neobarocker Intonation. Das ist mit dem Spitzbohrer wie bei einer Raspel reingehauen. Aber der Trick ist eigentlich, dass das nicht rau und spitz bleibt, sondern dass man später mit Stahlwolle drüber geht und diese Spitzen glättet. Und die Buckel, die da hinterlassen werden, das sind, wenn man jetzt gerade Pfeifen kopieren will, manchmal von historischen Orgeln, wo man sieht, dass die Kernspalten alle so eine leichte Verletzung haben, dann kann man das hiermit auch simulieren, dass man so leichte Macken in die Kanten vom Unterlabium und vom Kern reinmacht. Also in diesem Fall, was wir jetzt gerade gemacht haben, waren die Kernspalten ja ganz geradfrei und exakt.